Henslers schnelle Nummer. Heute gibt es ein knuspriges Blumenkohl-Steak mit einer schnellen Senf-Zitronensoße. Schneiden wir unser Mittelsteak da draus. Und wird leicht angegart. Zwiebelwürfel in Butter anschwitzen. Dijon-Senf, normaler Senf. Saft von der halben Zitrone. Brühpulver ein bisschen. Das Kochwasser, was natürlich schon ein bisschen Geschmack hat. 2-3 Minuten einfach köcheln. Der Blumenkohl hat jetzt knappe 6 Minuten hier gekocht. Den heißen Blumenkohl einfach Mehl, geschlagenes Vollei, Panko, dieses asiatische. Von beiden Seiten kräftig was draufhauen. Gießen wir ein bisschen Sahne an unsere Soße. Bratöl kräftig. Oh, guck mal her. Bisschen anmixen, dass die Zwiebel noch ein bisschen fein wird. Bisschen frischen Zitronensaft. Zitronenschale. Hör mal. Senfsoße dazu. Oh. Boah.